Wir stehen heute Abend alle wieder hier auf dem Marktplatz, um uns mit den Geflüchteten an der europäischen Außengrenze in der Türkei und auf den griechischen Inseln zu solidarisieren. Und um deutlich zu zeigen, dass unser Alltag nicht einfach so weitergehen kann, während in der Europäischen Union Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden. Näher! Wir alle haben die erschreckenden Bilder aus den Nachrichten gesehen. Von frierenden, hungernden und verzweifelten Männern, Frauen und Kindern, die an der Grenze zu Griechenland in den überfüllten Lagern und auf den Inseln unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren. Sie haben keine ausreichende medizinische Versorgung, keinen Schutz vor Nässe und Kälte und teilweise noch nicht mal eine ausreichende Versorgung mit Essen und Trinken. Europa muss sich schämen, mit all seinem Wohlstand und seinen angeblichen Werten solch ein Leid und Unrecht an den Schutzbedürftigsten dieser Welt nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu unterstützen und zu finanzieren. Das Schild Europas, wie Frau von der Leyen es nennt, zermalmt an unseren Grenzen alles, für das Europa stehen sollte. Ja. Vor 4 Jahren hat Beatrix von Storch von der AfD den Einsatz von Waffen gegen Flüchtende, auch Frauen und Kinder, vorgeschlagen. Damals war die Empörung in Deutschland noch groß, aber heute scheint die Angst vor Rechten größer zu sein als Empathie und Mitgefühl. Man schaut lieber weg von Menschenrechtsverletzungen, von Gewalt gegen Schutzsuchende, sonst müsste man ja noch selber seine Position überdenken. Es schockiert mich, wie arrogant die Debatte in Deutschland darüber ist, ob wir diesen Menschen und besonders den Kindern dort helfen können. Es gibt genug Kreise und Kommunen, die sagen, wir nehmen gern Geflüchtete auf, wir haben Platz, wir wollen helfen. Aber die Bundesregierung kann sich gerade mal darauf einigen, eventuell irgendwann mit noch anderen Ländern zusammen bis zu 1500 Kinder aufzunehmen. Mit Verlaub, das ist ein ganz schlechter Witz. Und dieser Witz kostet Leben. Mit jedem Tag, den insbesondere Kinder unter diesen Bedingungen an den Grenzen und in den Lagern ausharren, zerstören wir ihre Träume und Hoffnungen und verlieren eine ganze Generation. Es macht mich fassungslos, dass die europäische Politik von Demagogen, Nazis und rechter Hetze vor sich hergetrieben wird und ihr als einzige Antwort einfällt, Flüchtende zu bekämpfen. Es macht mich fassungslos, dass die ganze EU scheinbar uninteressiert zuschaut, wie Menschenrechte verletzt werden und schutzsuchende Menschen wie Kriminelle behandelt werden. Es macht mich wütend, was aus dem Projekt Europa geworden ist. Das ist nicht mehr mein Europa. Deshalb stehe ich heute hier und werde nächsten Mittwoch bei der nächsten Mahnwache wieder hier stehen. Und ich hoffe, dass noch viele mit mir hier stehen und sagen werden, das ist nicht unser Europa. Aufnahme von Geflüchteten jetzt!